Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Wir haben das letzte Mal unsere Eroberungszüge weitergemacht. Mal schauen, wie lange das Spiel noch dauert. Mittlerweile sind wir klar in Führung. Naja, werden wir dann schon sehen. Wir haben so viel Geld, wir können auch denen Geld spenden, die gar nicht mehr von mir beeinflusst werden können. Der greift mich wirklich in Gierwan an. Das ist eine Kröte. Uff. Und jetzt greifen wir ihn an. Er darf uns auf unseren Dings schießen. Auf den General ist mal lieber als auf die Schützen. So. Feigling, lauf du nur. Ja, das darf ich einstellen. Wir haben da so viele Truppen und er hat dann nichts eigentlich. Er hat wirklich nichts. Feigling. Soll da bleiben. So, okay. Also wir stehen uns das super gegenseitig im Weg. Ich lasse den Computer nie wieder einstellen. Nein, immerhin, die kommen ein Stückchen weiter. Das sind immerhin die das defensive Feuer machen. Na geh, jetzt kann der fliehen. Sehr ärgerlich. Das wollen wir zerstört haben. Das haben wir immerhin auch zerstört.
Ich glaube, wir können jetzt so machen, weil die werden wir sowieso nicht mehr wischen. Genau. Ja, okay. Mach wieder du. Vier von diesen elenden, dicken, fetten. Okay. Au. Das war brutal. Das war nicht nett. Okay, ein Scout weniger. Und eine Artillerie weniger, aber dafür sollten jetzt keine Beschüsse mehr auf uns folgen. Ab jetzt schießen nur noch wir. Und zwar aus vollen Rohren. So, was machen wir jetzt? Ah, warte mal, ich sehe ja gerade, das ist ein schwacher General. Das heißt, eigentlich könnte der ja mithelfen, dass unsere Truppen besser schießen können. Feigling. Tütrü macht er. Also die schießen wir auf jeden Fall fertig. Wir wollen schließlich. Ah, Mist. Auf den können wir hinschießen. Können wir auf ihn schießen? Yes. Und tschüss. Gut, und auch diese Schlacht hätten wir geschlagen. Und wir haben was verloren, leider. Mehr als ich wollte.
Okay. Der kann drauf schießen, sehr gut. Und tschüss. Artillerie. Okay, machen wir du weiter. Gut. Alle sind verstorben. Okay. Wow. Viele, viele Schlachten, die wir gewonnen haben. So, jetzt haben wir ganz das ehemalige ganz Dänemark erobert. Und schon einen großen Teil von Zim und Sindel. Na, von Zim weniger einen großen Teil, aber von Sindel haben wir auch alles erobert. Vom Ex-Sindel, dass er vom Zim angegriffen worden ist damals. Haxaco hat schon ziemlich gelitten jetzt. War gut, dass uns das dass wir das bemerkt haben. Gut, du machst mal nichts. Doch, du machst was. Ja, das war natürlich klug von dir, René. Du hättest den zuerst weiterschicken sollen. Und dann erst ihn hinschicken sollen, um das zu kaufen. Gut, auf dem Heimatkontinenten haben wir uns schon bald alles angeschaut. Ah ja, das hätten wir. Warte mal, am Heimatkontinenten haben wir gleich noch irgendwas, was man nicht. Irgendein Ölfeld, glaube ich, das wir noch nicht aufgebaut haben. Kann das sein? Oder irgendwo Öl haben. Nein, schaut nicht so aus. Ach so, ja, stimmt. Kann auch nirgends hin. Na, dann wartest du auf nächste Runde. Nächste Runde sollte das gehen. Gut, diese Verbindung hätten wir. Das heißt, was wir als nächstes machen müssten rein theoretisch, ist hier diese Ölfelder verbinden. Ah, das Ölfeld ist wirklich blöd gelegen, genauso wie dieses. Na gut, ist ja noch ein bisschen besser. Aber wir müssen darüber bauen, ins Ölfeld und dort eine Dings hinbauen. Naja, gut, soll sein. Gut, wo schicken wir die hin? Dann könnten wir nach Gierven schicken. Nein, wir haben gerade irgendwo Leute verloren. Im Banar haben wir, glaube ich, Leute verloren. Oder in Bergen. Weiß ich nicht. Na, ich glaube in Bergen nicht. So, die warten auf jeden Fall weiter. Gegen Banar. So, denen geht es eigentlich schon ganz gut. Ja, das geht doch nicht daher. Die in Banar gehen weiter nach Nassau. Von Nassau werden wir weitergehen. Und die Leute aus dem Hauptgebiet werden wir auch nach Nassau schicken. Euch geht es aber nicht so gut. Trotzdem werden wir euch weiter nach Monmouth schicken, weil das kann angegriffen werden.
So, die sind da noch immer dran in Girwan. Schauen wir mal, ob sie nächste Runde angreifen werden. Schauen wir mal andere Küsten an, wo sie anlanden könnten. Diese Fieslinge. Oh, schaut ganz gut aus. Da versuchen sie es. Ich weiß zwar nicht genau warum, gerade hier, aber was soll's. So, das sind die Leute, die gerade in Girwan stehen. Die bleiben dort auch stehen. Da war mal. Wie geht's euch? Ihr erholt euch noch ein wenig. Ah ja, stimmt. Ich wollte ja neue. So, und euch haben wir gesagt, schickt man nach Nassau. Weil von dort werden wir dann weitergehen. Als nächstes nach Morris. Und dann überlegen wir uns, ob wir Brühe vielleicht erobern. Immerhin versorgt das die Bösewichte auch mit Ressourcen. Und das wollen wir eigentlich alles verhindern, dass sie das tun. So. Oh. Zu wenig Transportkapazität, um all dieses Zeug zu transportieren. Uhu. Wie viel braucht man davon? 34 und davon 33. Gut, da können wir jetzt noch runtergehen. So, mehr Energie bedeutet mehr Arbeitskräfte. Energie ist wertvoll, wertvoll, wertvoll. Oh, ein Scout ist uns gestorben. Machen wir zwei neue Scouts und noch eine Artillerie. Immerhin eine neue Konserve haben wir gebaut. Das wird jetzt echt mühsam werden, weil die Konserven sind wirklich gleich aus. Wie viele haben wir denn noch? 11 noch. Das ist tragisch. Was ist wirklich tragisch? Aber Konserven verkaufen nur die Großmächte und da wir mit allen Großmächten im Krieg sind, verkaufen sie sie uns natürlich nicht. Es wäre irgendwie nett, wenn er Frieden schließen würde mit uns, dann könnte man das schon einstellen, dass wir das kaufen wollen. Und wieder haben wir einen Ironclad versenkt. Sehr gut. Unsere Truppen haben wir wieder in Position gebracht. Gut, du gehst wieder zurück nach Hause und wartest dort. Ist darüber und baust da aus. Und du verbindest Mull mit dem Rest der Welt. Damit ist, glaube ich, die letzte Stadt auf dem ehemaligen Ordun-Kontinent ebenfalls mit allem verbunden. So, du gehst nach Geierloch.
Wie geht's euch? Seid ihr schon durch mit Heilen? Ich fast. Dann könnten wir da ja eigentlich weiter angreifen. Machen wir das da weiter. Geht's bei euch? Auch ihr scheint mir ziemlich erholt zu sein. Na gut, dann greifen wir weiter nach Morris an. Ich glaube, ich müsste aber noch ein bisschen. Ja, euch geht es noch nicht so gut. Das heißt, ihr werdet jetzt noch warten. Und da kommt auch keiner mehr her. Das heißt, hier geht es auch nach Girvan. Und dort. Um dort den Rest zu holen. So, du bleibst hier stehen und erholst dich und du gehst auch hierher und erholst dich. Dann werden wir unsere Transportkapazitäten wieder ausschöpfen, indem wir die ganzen Fertigprodukte auf jeden Fall mal nach Hause bringen. Dann Wolle, das haben wir um einiges weniger. Und Stahl, bevor wir das nächste holen. Gut. 36 Produktion. So, wir werden weniger Truppen jetzt bauen, weil wir können bald keine Leute mehr ausbilden. Zwei Leute neu dazu. Auch wieder mehr machen. Sehr gut. Jetzt 10 und 10 und bauen noch einmal aus. 40. Da bauen wir auch weiter aus. Da bauen wir mal so viel wie geht. Also zwei ganze Konserven. Und den Rest investieren wir in Transportkapazität. So, dann werden wir schauen, ob wir noch ein paar Schiffe kaufen können. Jep. Zwei weitere Ironclads. Sehr gut. Und davon noch ein bisschen was. Oder davon. Noch ein paar Transportschiffe. Sehen noch, um genau zu sein. Tja, wäre schön, wenn es jetzt bald wieder eine Abstimmung gäbe. Dann wäre das Spiel nämlich zu Ende. Gut, Herrschaften. An dieser Stelle werden wir das Spiel wieder verlassen, bevor wir die ganzen Schlachten haben. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.